Also, da das ganze blaue Kennzeichen war, wissen wir jetzt, haha, ein neues Quest für uns. So. Da kümmern wir uns noch mal ein bisschen hier um die Gegend. Nach Süden, da steht es wieder. Im Süden geht es nach Minea, da waren wir ja gerade. Nach Norden geht es nach Zepik und nach Rastin. Gut. Unterwegs können wir noch ein paar Gegner bilden. So. Wir können jetzt hier vor dem Dorf erstmal gehörig Monster verdrechen. Wir können uns aber auch einfach mal umsehen. Denn ich habe ja eben gesagt, man kann zwar nicht seine Ausrüstung verkaufen, die man bereits gekauft hat, beziehungsweise Tränke oder sonstige lustige Dinge. Allerdings gibt es gewisse Sachen, die sind wirklich nur dafür da, dass man sie verkauft. Also Schmuck. Man kann Schmuck finden. So. Jetzt hier mal ein Blatt. Ach, ich hoffe, ihr seht das nicht. Und wenn ihr es seht, dann nervt es nicht. Ich nehme blockt jetzt alles von Steam in der Freundesliste auf, wenn die Leute irgendein Spiel betreten bzw. verlassen. Das ist furchtbar. Ah, das ist so ein Hund, der mich angegriffen hat. Ihr seht, der braucht schon ein bisschen, der hält schon ein bisschen mehr aus. Oh, schön platt machen. Aber weil der mehr aushält, bringt er natürlich auch mehr Erfahrung. Und Geld vor allen Dingen, ganz wichtig. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt natürlich zufällig, weil ich hier schon alles erkundet habe, wo sich eine solche Kiste befindet, die mir weiterhelfen könnte. Ja, das ist ganz schön tückisch, wenn man am Anfang so ein bisschen so ein kleiner Schwächling ist und weiß, dass dann die Kerle eigentlich jederzeit flecken können. Ja, gehen wir mal hier drüben. Lalala. Es gibt leider, oder zumindest habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, noch keine Karte. Also ihr müsst euch wirklich auf das verlassen, was ihr seht und auf eure Orientierung vertrauen. Ich weiß, jetzt werden einige schon machen, weil sie eine Orientierung haben wie ein Gartenzwerg. Aber es muss leider sein, das Spiel fordert einen. So, gehen wir hier hin. Hier war nämlich eine Kiste. So, ich habe die Mystery Potion erhalten. So, da kann ich gerade mal gucken, was die macht. Die ist sehr praktisch. Bin ich mal im Inventar. So, wurde von einem Priester gesegnet. Sie gewährt dir Einsicht in besiegte Gegner. So, legen wir die mal an. Hab ich angelegt und jetzt trinken wir die gute Flasche mal. So, Adol trank die Potion und er fühlt sich jetzt mehr, ja, er ist jetzt mehr von Gegnern bewusst. So, sieht man. Aua. So, jetzt sieht man da unten eine kleine Analyse vom Gegner. Also vielmehr, dass ich den Gegner jetzt angreife. So, dann machen wir gerade mal hier fertig. So, wenn ich jetzt in mein Bistarium reingucke, sieht man plötzlich, dass sich die langsam füllt. Das liegt nämlich jetzt an der Hand, wie oft ich den Gegner schon besiegt habe, schalte ich langsam frei. Ich weiß zum Beispiel beim Ribbol, dass der die Stärke 23 hat, beziehungsweise dass der Okrot, dieser komische Baum, dass der 16 Stärke hat. Beim Koloid weiß ich zum Beispiel jetzt schon alles. Auch wie viel Gold er bringt, weil ich einfach schon so viel davon geblättet habe. So, und dann kriege ich dementsprechend die Informationen auch unten gerade angezeigt. Aber das Informationsfenster schalte ich jetzt mal aus. Denn es ist doch recht nervig mit der Zeit, wenn man die ganze Zeit angezeigt bekommt, gegen was man da eigentlich gerade antritt. Und wir sind ja auch gleich schon zum Glück ein Level höher. Ich mach die ganze Die ganze Sache schon wesentlich einfacher. Ja, ihr seht, man ist ganz schnell am Arsch, wenn man nicht aufpasst. So, geht mir geblättet. Kann man durchheilen lassen. Super, jetzt kommt noch so einer. Aua. Aua, lass das. Ja, gleich haben wir doch den Level ab. Das ist ja hier Einkesselung. Ach, das ist natürlich hier Level Up. So, schauen wir gerade mal. Jetzt habe ich die Stärke, hat sich von 15 auf 30 erhöht. Und die Verteidigung von 15 auf 20. So, jetzt kann ich hier BAM. Jetzt ist man schon wesentlich stärker, obwohl das eigentlich nur ein Level war. Man hittet jetzt schon die Gegner. Dementsprechend kann ich jetzt auch hier durchrennen. Ist mir so scheißegal, weil die eh alle gewonnen-hittet werden. Was ich auch schon gesehen habe, herausgefunden habe, gemerkt habe, es ist scheißegal, wie schwach der Gegner ist, beziehungsweise wie stark eure Rüstung ist.
wenn ihr getroffen werdet, ein HP verliert ihr mindestens immer. Also ihr seid nicht irgendwann der unverwundbare Megakrieger, dem nichts mehr ausmacht, sondern ein HP geht immer flöten. Und ich sehe gerade, ich habe ja schon genug Leben jetzt. Genug Geld. Ein roter Baum. So, was meine ich? Solche animierten Sequenzen, die sind dann mit der Neuauflage, sind die dann ins Spiel auch reingekommen? Ja, kurz und knapp. Gucken wir, ob hier noch irgendwas ist. Außer ein Bau, ein Bauzi. Hier geht's nicht weiter. Schön die Gegner mitnehmen. Bringt weiter Geld und Erfahrung. Vielleicht schaffen wir ja noch ein Level Up, bevor wir wieder in der Stadt sind. Wir machen uns jetzt aber mal schon so langsam auf den Weg zurück in die Stadt. Ja, jetzt muss wieder euer Orientierungssinn dran glauben. Der muss euch jetzt nämlich sagen, wo es lang geht. Ich weiß jetzt, ich muss nach oben. Gucken, ob hier noch was ist. Auf jeden Fall ein Wauzi. Noch ein Wauzi. So, es gab gerade einen kleinen Schnitt. Mir ist doch jetzt tatsächlich das Spiel abgeschmiert, weil Steam irgendein Update gefahren hat. Keine Ahnung, was auch immer. Dementsprechend habe ich jetzt gerade mal nachgespielt, was wir bis jetzt alles gemacht haben und uns ungefähr auf den gleichen Erfahrungsstand wiedergebracht. So, wir waren ja jetzt auf dem Rückweg in die Stadt. Dabei wollten wir allerlei Monster noch mitnehmen. Und dann gab es irgendeinen Fehler. Das Spiel ist mir abgerauscht und Steam hat für das Spiel irgendein Update gestartet. Ja. Keine Ahnung, whatever. Schauen wir uns mal um. Wir sind ja gleich zum Glück wieder Level Up, dann geht uns das Ganze noch einfacher. Aber das lehrt einen doch, wenn man mal was erreicht hat, man sollte schnellstmöglich speichern. Sonst ist man hier ganz schnell am Arsch. So, ich lasse jetzt mal alles einfach stehen liegen. Mache ich mal direkt zurück zum Dorf. Da wir ja jetzt holen, dann können die drüber ein bisschen schauen. Kann uns ja nicht schaden, was hier noch alles gibt. Jetzt habe ich ein Schweinchen-Hamster abgemurkst. Das sieht auch sehr fies aus, wie diese kleinen Fellknäuel einfach auseinanderfliegen. So, da ist er und BAM! Oh, Level Up. Wieder stärker geworden. Natürlich rennt man nicht einfach so schnurstracks durch die Gegend, wie ich das jetzt hier mache. Wenn man gegen unbekannte Gegner trifft, macht man es natürlich langsam, um ein bisschen zu schauen, was die so können. Aber wir wollen ja ein bisschen... Wir sind ja jetzt hier der Obermotz und solange wir die gleichen Gegner haben wie vorher, kann uns ja alles mal piep egal sein. Ja. Oh, noch so ein Baum. Oh, gleiche Animation. Brauchen wir jetzt nicht nochmal reinzugucken. So. Hier ist sonst nichts. Die Gegner tauchen wohlgemerkt immer wieder auf, wenn man aus dem Bildschirm rausgerannt ist. Und jetzt nämlich wieder zurückrennen. Tada, da ist er wieder. Also an Gegnern wird es euch hier nicht mangeln, wenn ihr mal leveln wollt. Kommen wir nach hier oben. Wenn mich nicht alles täuscht, genau, hier befindet sich nämlich die Mine. Los Minos. Wenn ich jetzt aber reingehe, dann bekomme ich tierisch auf die Fresse von den einheimischen Monstern. Dementsprechend gehe ich jetzt noch nicht rein. So. Ich bin jetzt aber ja mit Stufe 3 schon mal stark genug. Wir machen uns mal auf den Weg nach. Danach so unten. So, die nehmen wir auch noch mit. Aber. Jetzt hier über die Brücke. So, weg. Und weg. Auch weg. Und auch weg. So, auf ins Dorf. So, aber haha, wir sind ja nun. Aber ne, machen wir nicht. Natürlich gibt es hier auch neben den klassischen Ausrüstungsgegenständen Schwert, Schild, Rüstung und natürlich Heiltränke. Gibt es hier auch sowas wie Flügel, die einen dann hier zurück in die Stadt bringen. So, jetzt wollte ich ein Schild kaufen. So, das brauchen wir uns jetzt aber erstmal noch nicht zu kaufen, diese Gegenstände. Die finden wir im Itemladen, die es hier in der Stadt gibt. Da war das nicht. Ausrüstung. Schild. So, sagen wir ein Schild. Jetzt sind wir voll ausgerüstet und können wieder zur Wahrsagerin gehen.
Und die erzählen jetzt einen von Elch. Schwertkämpfer, danke, dass du zurückgekehrt bist. So, sag mir, bist du vertraut mit den Büchern von Wise? Warum hast du das eigentlich ja gesagt? Ich wollte eigentlich nein sagen. Naja, sie hat auf jeden Fall ein Buch von eins der Bücher von Wise im Schrein auf dem Berg gefunden. Wirst du die Bücher suchen, finden und mir bringen? So die Art. So, bitte nimm dies. Sarahs Kristall habe ich jetzt bekommen. Damit habe ich voll die Erleuchtung. Gehe zu meiner Tante ins Zepik-Dorf. Ja, ja. Also ich muss jetzt zu Deutsch ins nächste Dorf gehen. Nach Zepik. Das haben wir ja schon mal auf den Schildern gelesen. Ich kann euch gerade noch zeigen, wo der Itemladen ist. Der befindet sich nämlich hier drüben. Tada, Itemladen. Ich habe jetzt zwar 591 Gold. Es wäre zwar genug, sich jetzt so Flügel zu holen. Aber da wir ja als erstes mal ein bisschen Ausrüstung noch brauchen, werde ich mir das erstmal schenken. So. Und immer ein paar Gegner mitnehmen. Noch hier am Anfang. Das bringt ja noch schön Geld. Lalalim. So, wir können nochmal aufs Schild gucken. Norden. Ja, ich war wieder zu schnell. Im Norden geht's nach Zepik und zur Rastinmine. Gott. Verzeihung. Ich musste gähnen und dabei das Mikrofon ausschalten. So, weg. Und weg. So, da war noch ein Schild. Gucken wir mal drauf. Nach Osten geht's nach Zepik. Das ist wohl noch im Nordwesten ist die Nilgameer gefunden. Und im Süden liegt Menea. Gut. Auf geht's. Die Wölfchen, zack. So, nächster Wegweiser. Norden, Zepik. Da wollen wir hin. Ich habe ja, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. Ich weiß ja, wo es lang geht. Die Gegner headlatten wir noch ein bisschen. So, und wir schon sind wir in Zepik. So, jetzt können wir natürlich direkt die Tante besuchen. Aber wir schauen erstmal in diesem Haus hier vorbei. Da ist nämlich der Bürgermeister, der wohnt hier. Der Bürgermeister Robbels. Junger Mann, warum bist du hergekommen? Du bist von Bardo, dann kennst du so der Pluto. Ja, ja, ich wollte ja nicht alles vorlesen. Ja, versprich mir, dass du den Dorf von uns erzählst. Versprich es mir. Ja, ja, ja. So, und zwar ist die silberne Glocke gestohlen worden. Oder die von Dieben. Diese Glocke beschützte dieses Dorf ursprünglich vor Monstern. Werde ich sie zurückholen? Ich werde sie zurückholen. So. Das Diebesden, was auch immer das heißt, befindet sich im Norden, in den Bergen im Norden, nördlich von diesem Dorf. Ja, nördlich von diesem Dorf im Norden. Ha, ha, ha. So, aber erstmal hier auf zur Tante. Die ist nämlich hier. Sarahs Kristall. Ja, du bist also der Schwertkämpfer, auf den Sarah gewartet hat. Jo, wir sind der geile Stecher, auf den hier alle Mann warten. So. Den Schlüssel zum Schrein haben wir jetzt erhalten. Der wird uns sehr von Nutzen sein. So, und die Sachen ist auch so schön. Das Buch von Wise befindet sich auf einem der unteren Levels des Schreins. Gut. Der Eingang in die unteren Bereiche ist sehr gut versteckt. Aber der Kristall wird mir schon den Weg weisen. Aha. So, und die sagt uns noch, dass wir gute Vorbereitungen treffen sollen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Probleme des Dorfältesten, dass seine silberne Glocke weg ist. Also, auf hier hoch. So, neue Gegner. Die wir auch schon one-hitten. Sauber. Wie gesagt, es hat Vorteile, wenn man ein bisschen stärker ist. Bam. Ich weiß aber, dass es im Schrein ein bisschen mehr abgeht, von daher tut es uns gar nicht... Es tut uns gar nicht übel, wenn wir einfach ein bisschen stärker sind und vor allem bessere Ausrüstung noch haben. So, das Diebesden, hier ist es auch schon. Geht recht flott. Morgen der Dieb sagt gar nichts. In der Truhe befindet sich nichts. Ist sowieso faszinierend, dass man hier einfach in ein Diebesversteck reingeht, eine Truhe öffnet und das interessiert einfach keinen. So, das ist der Diebesden. Warum auch immer der nach diesem Ort benannt ist. So, sprich mit dem Boss. Du bist entweder sehr mutig oder dumm. Ja, das höre ich öfters von irgendwelchen Räuberbossen. Ich denke mal, du bist hier gekommen, uns zu jagen. Nein, bin ich nicht. So, negotiate. Ich tue jetzt mal ein bisschen mit dem verhandeln.
Was? Wer hat dir erzählt, dass wir die silberne Glocke haben? Ich glaube, da bist du mit, hast du einer Fehlinformation unterlaufen. Wir wissen, wie wichtig die silberne Glocke für die Leute von Sepik ist. Wir klauen nichts von den Armen, wir geben nur den Reichen. Nee, andersrum. Wir klauen den Reichen und geben es nur den Armen. Also ist das so eine Robin Hood Mannschaft, die die armen Leute in Ruhe lassen. So. Asteria ist keine große Stadt. Es gibt nur sehr viele Orte, an denen man sich verstecken kann. Gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Lalala. Eine Tür. Adol drückt gegen die Tür. Aber sie bewegt sich nicht und es scheint auch kein Schlüsselloch zu geben. Ja, dann haben wir halt Pech gehabt. So, wir wissen jetzt schon mal, dass die Diebe die Glocke nicht haben. Mit dieser Info können wir ja mal zurückrennen zum Bäuermeister. Mal gucken, was der Kasper dazu sagt. Dem wird das zwar erstmal gar nicht gefallen, aber aufgeschissen. Ist ja nicht unser Problem. Soll sehen, wo er seine Glocke herbekommt. Was sind wir denn, die Wohlfahrt? Stimmt noch, dass wir hier auf diesem Puff, auf dieser Puffinsel gelandet sind. Nach einem Sturm. Level up machen wir gerade doch. Und sollen dann Gott in der Welt hier alles Mögliche bringen. Soweit kommt's noch. Ja, kein Pizza-Liefer-Service. Level up. Schon sind wir Level. Level 4. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Ach komm, ein bisschen machen wir noch. Die freuen sich doch alle Mann hier. Ich möchte nämlich gerne noch ein besseres Schwert haben, bevor wir jetzt runter in den Schrein gehen. Und dafür brauchen wir halt ein bisschen mehr Geld. Ganz klare Sache. Wir haben es eben nicht geguckt, aber ich weiß es schon. Das nächste Schwert kostet 2000 Gold. Es kann uns nicht schaden, wenn wir die bereits haben, wenn wir da runtergehen. Aber, wenn wir das nachdenken. Ich weiß noch was, was ich nicht weiß. Und das ist sehr viel. Ja, da ist noch der Gegner wieder. Wie gesagt, immer wenn man aus dem Bildschirm rausgeht, spawnen die wieder. So, wir gehen mal kurz in den Schrein rein. Sehr unscheinbar. Aber eine goldene Statue. Was wird das wohl bedeuten? Oh nein! Entschuldigung, der musste sein. So. Wir widmen uns hier auf eine der unteren Ebenen schon. Eine Truhe. Die öffnen wir gerade mal. Wir haben einen Rubin gefunden. Deswegen bin ich nämlich reingerannt. So, der Rubin ist jetzt eine dieser Gegenstände, die einfach nur dafür da sind, dass man sie verkauft. Er hat sonst keine wirkliche Funktion. Ja. Dementsprechend, verkaufen ist immer gut. Verkaufen bringt uns Geld. Ja, so. Gehen wir wieder raus aus dem Schrein. Ich wollte jetzt eigentlich nur diesen Rubin holen, dass wir ihn vertickern können. So, den machen wir noch platt. Den machen wir noch platt. Den machen wir noch platt. Und hier unten ist auch noch einer. Den machen wir auch noch platt. So. Ach komm, bald so schönes. Ich finde es eigentlich, macht eigentlich irgendwie Spaß, hier die ganze Zeit irgendwann rumzurennen und einfach nur alles zu schnetzeln, was geht. Ist voll der Rambo. Ich bin Rambo mit den roten Haaren. So, ja, komm, Blatt ist er. Oh, du glaubst noch dran, du glaubst noch dran. Du glaubst erst recht dran. So, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal zurück. Auf ins Dorf. Miau, Düsenjet. Auf zum Bürgermeister. Dem sagen wir jetzt Bescheid. Du willst mal sagen, die Diebe waren es nicht, aber wer hat dann diese Glocke gestohlen? Wie soll ich das nur glauben? Wer würde sonst etwas tun? Ich denke mal, das war dieser Mann mit dem mit der schwarzen Kapuze. Mit den unzählige einige Dorfbewohner in den Bergen gesehen haben, auf der Bergstraße. So. Ja. Dann war der Kerl das halt. Wir machen uns dann mal zurück in die Stadt. Keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt einfach nur dahin renne. Denn mit dem Geld, was ich jetzt habe und was ich noch verdiene, dadurch, dass ich den Rubin verkaufe, werde ich mir die Flügel holen, die mich dann zurück in die Stadt teleportieren, von wo auch immer ich bin. Es sei denn, ich befinde mich in einem Areal, wo die Magie dieser Flügel ausgeschaltet ist, kennen wir aus anderen Spielen. Sword Art Online. Was natürlich nicht besonders praktisch ist, wenn man gerade so voll am Arsch ist. Ja. Wie gesagt, wenn ich im Dungeon drin bin, regeneriert sich meine Lebensanzeige nicht. Und das ist je nachdem ziemlich schlecht, wenn man weiter unten drin ist. Man weiß, man ist voll im Arsch, der nächste Schlag kann einen erwischen, aber nächster Schlag. Wir sichern Vorsteiber gerade nochmal.
So. Und wir wollen hier hin. Na, mit dir wollte ich eigentlich nicht reden. Mach dich fort. Mach dich fort.